finde es total nett, hier Kollegen zu treffen, mich mit denen auszutauschen und dann aber auch irgendwie zu sehen, was sind irgendwie die großen neuen Themen. Und dann kommen Leute, erzählen aus ihrer Praxis und verraten ein bisschen was. Finde ich super. Ich weiß nicht, ob das jetzt so neu ist, aber immer noch ist ein großes Thema, glaube ich, dass wie nehmen eigentlich jüngere Menschen Nachrichten wahr? Wo kommen die her? Hier wurde viel gesprochen über Fake News, hier wurde gesprochen über Plattformen. Das sind Themen, über die wir uns bei Bento total viel Gedanken machen. Auch gerade beim Thema Fake News, wo dann heute auch ein bisschen drüber gesprochen wird. Wie viele Fake News gibt es eigentlich? Und muss man jetzt auf diesen Zug aufspringen und Fake News-Einheiten gründen? Das ist für uns super spannend. Wir, glaube ich, machen eine ganz nette, bunte Themenmischung und gleiten aber dann nicht zu sehr ab ins total Banale, sondern wenn Nutzer bei uns aufschlagen auf der Seite, finden sie die großen Themen, die an dem Tag oder in der Woche gerade verhandelt werden und dazu vielleicht noch auch was zum Lachen. Und das ist ein tolles Paket, das wir Nutzern anbieten und mit dem wir gerade ganz erfolgreich sind. Es freut uns total. Ich weiß nicht, also wenn das ein Geheimrezept wäre, dann dürfte ich natürlich niemals verraten. Als wir Bento gestartet haben, haben wir uns einfach überlegt, wir wollen nicht jetzt für junge Leute irgendwas machen, sondern wir sind selber die jungen Leute und wenn wir noch nicht jung genug sind, dann müssen wir die noch jüngeren Leute einstellen. Das ist ein sehr junges Team und das macht junge Themen, die sie selbst aber total bewegen und ihre Freunde total bewegen. Und wenn das das Geheimnis ist, dann habe ich es gerade verraten.